Was ist bei Simokristeti passiert? Oh Mann, wer war das? Hat jemand einen Riesenpups freigelassen und der hat einfach alles in die Luft gesprengt? Ich hoffe nicht, das war einer von euch. Naja, Freunde, darum geht's heute gar nicht. Das bauen wir alles noch auf. Heute geht's um die unlogischsten Dinge in ganz Minecraft, die wirklich nur eine 1% Logik haben. Und ja, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ich zeige euch mal ein Beispiel, Leute. Schaut mal, wir bauen hier eine kleine Konstruktion auf. So, zack, zack, zack. Ihr wisst ja, Minecraft macht ja eigentlich meistens auch ein bisschen Sinn. Zum Beispiel aus Holz kann man Häuser bauen. Man kann was essen, genauso wie im echten Leben. Aber manchmal macht es einfach überhaupt keinen Sinn. Also, ich zeige euch mal, was ich meine, Freunde. So, zack, zack, zack. Wir platzieren hier einen Kolben. Darunter platzieren wir einen Kessel. Den Kessel platzieren wir hier. Jetzt machen wir den Block da drüber weg. Und Leute, ihr wisst ja alle, wenn Lava Wasser berührt, dann wird es zu Obsidian. Oder halt zu Stein. Kommt immer drauf an, wie herum, Leute. Aber wenn wir jetzt hier vorne einen Kolben platzieren... Oh, falsch herum. So, zack, Freunde. Und jetzt den Kolben hier mit einem Hebel aktivieren. Schaut euch das an. Das macht keinen Sinn. Wartet mal. Leute, das macht absolut keinen Sinn. Schaut euch das an. Wie kann das möglich sein? Warum wird die Lava nicht zu Obsidian? Und, hä, das macht doch keinen Sinn, oder, Freunde? Minecraft ist manchmal wirklich so unlogisch. Und jetzt schaut mal, was passiert, wenn ich da reingehe. Ah, ich verbrenne! Wie kann ich in Wasser verbrennen? Das macht überhaupt keinen Sinn, Leute! Oh, Mann. Wo ist da die Logik? Aber wisst ihr, was auch überhaupt nicht logisch ist? Schaut mal dort unten, seht ihr das? Das sind ganz, ganz niedliche Schildkröteneier. Und dort schlüpfen einfach bald Schildkrötenbabys raus. Aber ich werde die zerstören. Mit dem Amboss. Und boom. Was? Warte mal. Warum ist das nicht kaputt gegangen? Ah, noch mehr Amboss. Komm her, Schildkröte. Ah. Einen Moment mal. Das macht irgendwie keinen Sinn. Warum ist der Amboss kaputt gegangen und nicht die Schildkröteneier? Aber wenn ein Amboss auf mich fliegt, dann gehe ich kaputt. Aua. Ups. Naja, Freunde, merkt euch eins. Eier von Schildkröten sind stärker, als ihr denkt. Oder härter, als ihr denkt. Okay, Freunde, ich würde sagen, genau darum geht es heute. Wir werden heute uns die unlogischsten Dinge aller Zeit in Minecraft anschauen. Und falls ihr schon etwas Unlogisches gesehen habt, dann lasst jetzt ein Like da und ein Abo in 3 Sekunden, Freunde. 3, 2, 1 und 0. Leute, wer jetzt kein Like da gelassen hat, der meint einfach, dass Lava in Wasser nicht unlogisch ist, wenn es nicht zu Obsidian wird. Also, Leute, schnell ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt an in unserem experimentellen Greenscreen-Studio. Jetzt werden wirklich hier im fliegenden Setup die lustigsten, unlogischsten Dinge in ganz Minecraft angeschaut. Seid ihr bereit, Freunde? Ich bin es. Deshalb würde ich sagen, Leute, let's go! Das wird so lustig. Okay, Leute, es fängt an mit einer unlogischen Sache in Minecraft. Warte mal, was? Was ist da gerade passiert? Ich habe gar nichts mehr gecheckt. Okay, wir müssen da eigentlich ganz kurz stoppen. Steve ist dort hingegangen, hat den Baum angeschaut, der ist weggerannt, hat ihn irgendwie mit einer Zunge wie eine Angel benutzt. Keine Ahnung, was da abging, Leute. Ganz kurz. Was jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Was macht Steve mit dem Kopf? Leute, er wird zum Helikopter. Hä? Er kriegt den Golem weg. Okay, das macht alles keinen Sinn. Das ist nicht mal 1% logisch, das ist 0% logisch. Hat er gerade den Kopf vom Villager genommen? Und isst den auf? Was geht da ab, Leute? Hier passiert zu viel. Hier passiert zu viel. Oh nein, der Golem ist zurück. Der will sich jetzt rächen. Das ist die Golem-Armee. Leute, das macht keinen Sinn. Was passiert hier? Oha, oha, oha. Wie schnell hat der das Nether-Portal gemacht? Okay, ganz schnell weg da. Ganz schnell ins Nether. Junge, okay, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Oh, die Golem-Armee kommt ins Nether rein. Ey, Leute. Ich dachte, es wird unlogisch. Aber dass es so unlogisch wird, dass der gerade heißt. Reitet Steve gerade auf in der... Warte mal. Steve reitet auf dem Gas und der andere Steve reitet auf dem Kopf von dem einen Steve? Okay, Leute, ich check gar nichts mehr. Und der Gas ist sozusagen der Freund. Junge, was? Er fliegt einfach weg. Leute, was geht hier ab, Mann? Was geht hier ab? Okay, sie haben eine... Nein. Woher kommen jetzt die Blazes? Die kommen doch eigentlich nur aus Spawnern. Leute, was... Jo, was macht der da? Der scheut die ganzen Feuerbälle zurück einfach. Und... Hä? Jo, der wird zur Spinne oder sowas. Der wird zum Rad und sammelt die ganzen Blaze. Okay, ich habe noch nie so ein komisches Video gesehen, Leute. Und so ein komisches Minecraft. Was geht hier ab? Yo, okay, jetzt... Warte mal, die Eisengolems haben eine Brücke gemacht. Wie Ameisen. Und jetzt ist der eine Steve auf dem anderen Steve und die haut ab. Und der rennt auf Lava. Leute, ich dachte, es wird unlogisch. Aber es ist so unlogisch, wie das macht ja überhaupt keinen Sinn. Nichts davon macht Sinn. Ich glaube, ich werde verrückt, Leute. Ich glaube, ich werde verrückt. Seh ich das gerade? Leute, seht ihr das überhaupt gerade auch? Bin ich der Einzige, der das sieht? Warum haben die ein Nether jetzt auf dem Boden gemacht? Das ist auch unmöglich. Das...
Leute, ich verstehe nichts mehr. Das ist alles unmöglich. Jo, warum hat der zwei Schaufeln an? Wie macht der das? Leute, was passiert da? Jo, der hat vorne den Golems gestellt. Junge, warum gehen die alle drauf, überhaupt zu stellen, Lava? Okay, die ganze Golem-Armee wurde einfach innerhalb von einer Sekunde zerstört. Und Steve baut einen Frosch ab. Was passiert hier, Leute? Ich verstehe nichts mehr. Oh, Mann. Okay. Schauen wir uns das weiter an. Okay, er hat einen Frosch in der Hand und einen Bogen. Und jetzt? Es schießt ein Frosch mit dem Bogen. Was? Ich verstehe nichts mehr. Was passiert jetzt? Hä? Oha, die... was zum? Die Frösche haben sich selber die haben sich geküsst. Und jetzt was? Und jetzt entsteht ein schwarzes Loch. Leute, nichts macht Sinn hier in diesem Minecraft. Das ist so lustig. Leute, wenn ihr das lustig findet, wie der einfach einen Frosch abbaut, dann lasst ein Like da. Oder abonniert den Kanal. Und schreibt jetzt in die Kommentare Hashtag. Unlogisch. Hashtag unlogisch in die Kommentare. Oh Mann. Okay, die sind beide in eine Höhle gesprungen. Und irgendwie haben die da ganz schnell nach unten gebaut. Und jetzt sind die beim Warden. Oh nein. Drei Wardens auf einmal? Das macht auch keinen Sinn. Jetzt, oh nein, eine Wardenhöhle? Was ist das für eine Wardenhöhle? Die werden verfolgt. Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Auf der anderen Seite sind auch Wardens. Oh nein, was machen die jetzt? Was machen die jetzt? Was macht Steve da? Yo, Steve buddelt sich wieder durch die Wand durch wie ein komplett Verrückter. Und jetzt ist da Lava. Oh nein, die kommen da nicht rüber. Außer natürlich, ist ja komplett logisch. Steve macht sich einfach lang und erstellt eine Brücke und die ganzen Walls fallen runter. Es macht 100% Sinn. Ist ja logisch, oder nicht, Leute? Ist logisch. Ja, ja. Und, warte mal, was zum... hat der gerade die Augen vom Enderman weggenommen und dort sind einfach Enderaugen jetzt? Und, warte mal, hat Enderperl vom Enderman geklaut? Das wusste ich gar nicht, dass der Enderman Augen hat. Und dass seine Augen die Enderperlen sind. Hä? Der ist aber blind geworden. Naja, Freunde, was geht denn jetzt? Oh nein, nicht schon wieder die Golem-Armee. Jetzt sind das noch mehr. Was geht da ab, Leute? Leute, Minecraft macht heute keinen Sinn. Minecraft macht heute keinen Sinn. Warum fliegen die mit einem Boot? Das macht auch keinen Sinn. Oh Mann, Leute, ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Warum kann er sich so schnell runterbuddeln? Okay, lass mich raten, die sind jetzt beim Enderportal. Ich wusste es. Ich wusste es, Leute. Jetzt kommt das Enderportal und ich will nicht mehr... Hä? Was zum... Wie hat der... Leute, ich habe noch nie so ein verrücktes Minecraft gesehen. Und das ist erst der Anfang. Das ist der erste Anfang. Freunde, wie hat der das gemacht? Wie verlängert er seinen Arm in Minecraft? Wie geht das überhaupt? Okay, das epische Battle gegen den Enderdrachen. Freunde, übrigens, schaut euch unbedingt auch das Originalvideo an, das oben in der Videobeschreibung verlinkt. Da verlinke ich euch einen YouTuber, der macht solche krassen, unlogische... Ich dachte, der Kampf wird episch und der Frosch hat ihn einfach eingezogen mit seiner Zunge. Und... Der hat das Enderportal geklaut. Der will richtig... Oh nein, die Frösche wieder. Die Frösche wieder. Was geht da ab, Leute? Er will zum Helikopter. Was? Nein, er hat Steve aufgefressen. Oh nein, wir werden aufgefressen. Wir werden aufgefressen, Leute. Aufpassen. Oh nein. Hilfe, Leute. Hä? Wir sind im Mund drin. Wir sind im Mund drin vom Frosch. Sehr gut. Was geht denn jetzt ab? Ist das der Enderman ohne Augen? Ich hoffe nicht. Was? Der hat gerade den Enderman genommen und einfach den Frosch zerstört von innen. Und jetzt haben sie es geschafft. Endlich sind wir in Minecraft und haben es durchgespielt. Okay, Freunde, wir sind hier gerade 5 Minuten am Rumexperimentieren und schauen uns sowas, die unlogischsten Dinge aller Zeiten an. Und mein Kopf geht jetzt schon kaputt, Freunde. Aber falls ihr wollt, dass wir uns noch mehr unlogische Sachen anschauen, dann schreibt jetzt alle eine 1 in die Kommentare. Denn jetzt wird's richtig lustig und spannend, vertraut mir. Was ihr als nächstes sehen werdet, das werdet ihr niemals vergessen. Das wird für immer in euren Albträumen euch verfolgen. Okay, Freunde, ich würde sagen, let's go, schreibt eine 1 in die Kommentare. Okay, Leute, wir bauen uns gemeinsam wieder runter. Was passiert jetzt als nächstes? Bitte wird's jetzt nicht komplett unlogisch. Bisher ist alles logisch, okay? Er baut sich runter, ganz normal mit einer... Und er ist runtergefallen. Okay, was passiert jetzt, Leute? Hä? Diamanten auf dieser Höhe? Aber er muss erstmal eine Spitzhacke bauen, um die abzubauen. Warte mal. Baut er gerade Diamanten mit einer Holzspitzhacke ab? Wie geht das überhaupt? Hä? Warum ist hier und Brian da Diamanten? Okay, Leute, ich hör auf. Wir müssen das beenden. Was passiert hier? Warum gibt hier und Brian ihm Diamanten? Okay, Leute, es wird so extrem. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer wahrscheinlich. Okay, was machen wir als nächstes? Wir springen rüber. Okay, alles klar. Bisher ist alles logisch. Nur, dass Herobrine und wir irgendwie Diamanten mit Holzspitzhacke abgebaut haben. Dort ist ein Schild, ein Enderperl. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum sind wir ein Creeper?
Das macht auch keinen Sinn. Okay, was passiert als nächstes? Er nimmt die Disk. Er trinkt ein... Warte mal, hä? Er trinkt einen Feuerresistenztrank. Er hat Diamanten in der Hand. Leute, und er geht in Lava rein? Warum macht er das? Das macht keinen Sinn. Warum macht er das? Hä? Okay, ich verstehe gar nichts mehr. Okay, Leute. Was passiert hier? Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Okay, jetzt bauen wir uns wieder runter. Nicht, dass wir irgendwie wieder runterfahren. Warum sind wir im Enderportal? Warum sind wir im Enderportal? Okay, wir werfen die Enderperle. Boom, wir sind angekommen. Let's go. Jetzt werfen wir die Enderperle nach oben. Was passiert jetzt, Leute? Was passiert jetzt? Wie haben wir das denn jetzt gemacht? Okay, Leute, wir haben den Kürbishelm an. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, die Endermans dürfen und die können uns überhaupt nicht sehen. Junge, was geht hier ab? Warum ist die Minecraft-Musik überhaupt so übersteuert? Was passiert hier, Leute? Junge, wenn jetzt ist komplett unlogische Sache passieren, ne? Wie will der Minecraft durchspielen? Mit einer Disc oder was? Hä? Warum? Warum? Warum spielt jetzt so eine komische Musik? Was macht der Enderman? Ist der Enderman? Der Enderdrache ist gerade in den Boden reingeflogen und ist einfach gestorben. Das war's komplett. Okay, Freunde, was war das? Also anscheinend, wenn man diese Disc abspielt, dann wird der Enderdrache verrückt und stirbt von selbst. Naja, Leute, das war doch nicht alles. Jetzt geht's wirklich erst richtig los. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Es wird mega lustig. Viel Spaß, Freunde. Okay, mal schauen, was als nächstes Unlogisches auf uns zukommt. Okay, Leute, jetzt kann es doch nicht schlimm werden, oder? Wenn es jetzt wirklich richtig schlimm wird... Okay, ein Frosch wird mit einem Stock geschlagen und er... Warum dreht er sich? Warum dreht er sich immer schneller? Okay, Leute, der Frosch tut mir leid. Was geht hier ab? Warum immer die Frösche? Was haben die Frösche damit zu tun? Warum sind die immer so verrückt, Leute? Junge, was hat der... Was passiert da? Ey, Junge, was? Okay, der Frosch hat jetzt irgendwie drei Skill... Jo! Wie schnell drehen die sich? Was geht da ab? Leute. Okay, das ist wirklich verrückt. Hä? Warte mal. Ist das längste Bett der Welt? Hä? Der Villager hat sich gerade da hingelegt und ist einfach super lang geworden. Villager, warum bist du jetzt... Der Villager ist zum Riesen geworden. Was? Der Steve ist auch zum Riesen geworden. Ey, denkt ihr, das funktioniert bei uns auch? Jo. Das sieht so lustig aus. Ich wusste gar nicht, dass so ein langes Bett existiert. Habt ihr auch so ein langes Bett, wo ihr drin schläft, Leute? Wie geht das? Das macht keinen Sinn, Leute. Keine Logik ist da. Keine Logik vorhanden. Keine Logik wurde approved. Okay, wir schauen uns, ob hier irgendwo Logik ist. Ich glaube, wir finden in diesem ganzen Video keine Logik. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Logik findet. Das haben wir schon gesehen. Das schwarze Loch, nicht schon wieder. Oh, aber... Was war jetzt, die Backrooms bekommen? Oh nein. Oh nein. Frösche dürfen sich doch nicht küssen, weil sonst passiert genau das, als ob ihr das nicht wusstet. Okay. Was machen drei Steves in den Backrooms, Leute? Oh nein, der eine wurde zu Herobrine. Hä? Der wurde zum Frosch. Es sind immer die Frösche, Leute. Merkt euch das. Die sind irgendwie verrückt hier. Ganz, ganz komisch. Das macht keinen Sinn. Keine Logik. Okay. Schon wieder ein Frosch. Warum die Frösche? Hä? Warum hat der Magma jetzt einen Frosch gefressen? Und was geht hier ab? Der Magma hat Beine gefressen. Okay, damit habe ich immer gerechnet. Leute, wie hat der gerade die Crafting Bench groß gemacht? Als ob das geht. Das ist nicht logisch. Das macht keinen Sinn. Das geht nicht. Und der gibt ihm jetzt dafür Diamanten, dass die Crafting Bench jetzt riesig ist. Was können die in dieser Crafting Bench craften? Oh, Riesen-Items. Okay. Okay, das ist echt riesig. Was passiert da? Yo, der baut gerade die ganze Welt ab. Leute. Was geht da ab? Die ganze Welt wird abgebaut. Ich verstehe gar nichts mehr. Das hat keine Logik. Nichts davon ist logisch. Leute, es ist so verrückt gerade, was abgeht. Okay, ich glaube, ich weiß, was der Mann will. Er will einen Eisengolem bauen. Okay, interessant, Leute. Was zum hat er gebaut? Er hat einen Eisen-Schneegolem gebaut. Wie geht das, Leute? Und warum ist er so OP? Wenn der mich attackiert um 3 Uhr nachts in meinem Zimmer, dann würde ich einfach, glaube ich, aufgeben und mich selber fressen lassen von diesem Eisen-Schneegolem. Okay, bisher war noch nichts Unlogisches dabei. Okay, ich nehme alles zurück, Leute. Ich nehme alles zurück. Der baut gerade einfach Wasser ab mit einer Spitzhacke.
Wie geht das, Freunde? Aber das habe ich auch schon mal gemacht in Minecraft. Ich habe auch schon mal Wasser abgebaut, Leute. Falls ihr mir nicht glaubt, hier vorne, in einem Video habe ich das mal gemacht, Leute. Wir konnten in einem Video mal alles abbauen und hat es bei uns auch funktioniert. Aber es war trotzdem sehr, sehr unlogisch. Was ist das? Fliegende Fische? Ah, das sind Bienenfische. Das sind Bienenfische. Halb Fisch, halb Biene, halb keine Ahnung was, Alter. Es tut mir leid für dich, du wirst gerade erstochen von Bienenfischen. Okay, Freunde. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir auch attackiert werden. Oh nein, die kommen auf uns zu. Die kommen auf uns zu. Renn! Oh nein. Das war's komplett. Okay, wir sind wieder im Nether. Was passiert jetzt? Wir bauen einen Netherblock. Okay, alles logisch, außer, dass wir ein Netherboot haben. Seit wann geht das denn? Aber es könnte eigentlich doch theoretisch funktionieren, oder nicht? Ist eigentlich ganz logisch, dass wir jetzt mit einem Netherboot auf Lava schwimmen können. Oh, oh, das geht unter. Ups. Steve, es tut mir leid. Aber, hä? Warte mal. Das Boot ist untergegangen, weil Steve sich draufgesetzt hat und zu fett war, glaube ich. Oh nein, der arme Steve. Naja, egal. Vorher, jetzt bauen wir ein Diamantenschwert. Und wir bauen ein Riesendiamantenschwert mit Blöcken. Leute! Wann? Seit wann geht das? Egal, alles klar. Und der macht One-Shot in One. Dieses Riesendiamantenschwert macht One-Shot. Leute, was geht heute ab, Mann? Und, warte mal. Steve wird nicht One-Shot. Oh, Steve hat ein Riesendiamantenschwert. Oh nein, renn, 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 renn! Leute, was passiert hier? Oh nein. Okay. Ganz normales Minecraft. Wir scheren ein Schaf. Wir kriegen die Wolle. Wir gehen zur Crafting Bench. Und wir machen uns ein Bett. Hä? So, wir platzieren das Bett. Und jetzt frisst das Schaf das Bett. Und wir zum Schafbett? Was zum... Ich verstehe gar nichts mehr, Leute. Ich glaube, ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Hier ist nichts Logisches dabei. Okay, wir bauen Erde ab. Das ist eigentlich noch relativ logisch, oder nicht? Erde abbauen mit der Schaufel? Warum nicht? Ist logisch. Natürlich, Leute. Okay, wir geben Steve Dirt zum Essen. Der ist zum Dirtblock geworden. Und da jetzt können wir den abbauen. Ich glaube, das ist wirklich Billy, Leute. Billy ist doch immer Dirt und Erde. Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Leute, esst keine Erde. Was lernen wir daraus? Keine Erde essen. Und das war echt lustig. Okay, Leute, ich würde sagen, das können wir auch ganz schnell mal austesten. Ob wir wirklich bei Erde probieren sollten, ich weiß ja nicht. Aber Billy macht das ja eigentlich jeden Tag. Warum ist der nicht zum Erdblock geworden? Warum ist Billy noch am Leben, Leute? So, wo ist Billy? Oh, stimmt. Hier ist ja alles weggesprengt worden. Egal. Leute, ich würde sagen, wir probieren jetzt mal einen Erdblock zu essen. 3, 2, 1. Und mal schauen, ob es funktioniert. Wenn es klappt, dann fresse ich noch einen Erdblock. Und, komm schon, in meinen Mund. Okay, es funktioniert irgendwie nicht. Leute, das ist wirklich Minecraft, was keinen Sinn macht. Aber ich würde sagen, das war's noch nicht. Jetzt, Leute, willst du doch mal Phoenix Tremor? Okay, Leute, als nächstes schauen wir uns an, wie man eine... Was soll das sein, Leute? Okay, das macht eigentlich überhaupt auch keinen Sinn, weil eigentlich fährt man ja mit auf Eis mit dem Boot und anscheinend wollen die jetzt eine Eisbrücke bauen. Aber im Nether macht das irgendwie auch keinen Sinn. Das müsste doch eigentlich schmelzen, oder nicht? Was ist da gerade passiert? Ich habe gar nichts mehr gesehen. Steve ist mit einem... Okay, das war's mit Steve. Das war's mit Steve. Er ist mit dem Boot durch das Eis und es macht auch keinen Sinn, weil eigentlich muss es ja nach unten gehen, damit man da drauf rutscht, oder nicht? Wenn man mit dem Boot auf Eis wäre, macht es doch eigentlich keinen Sinn, aber... Okay. Lol. Oh nein. Ein Baby-Zombie mit kompletter Diamantenrüstung und er... Oh, das war's. Das war's. Renn um dein Leben. Aber du kannst nicht rennen, weil hinter dir ist eine Sackgasse. Und was sehen wir hier vorne, Freunde? Ah, okay, Freunde, das habe ich euch ja auch schon gezeigt. Schildkröten-Eier gehen von Armbossen nicht kaputt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Weil das sind ja nur Eier, die eigentlich richtig zerbrechlich sind. Was passiert, wenn Steve drauf... Warte mal. Warum geht das Ei kaputt, wenn Steve drauf geht? Aber wenn der Ei... Okay, das macht keinen Sinn, Leute. Denkt ihr, wenn ich auf ein Ei springe, dann geht es auch kaputt. Das müssen wir gleich mal austesten. Weil vom Amboss geht es ja nicht kaputt. Das heißt, wir müssen eigentlich schwerer sein als Amboss. Hm, okay. Wir sind jetzt wieder im Nether, im Enderportal. Und wir kämpfen gegen... Oh nein, das Schwert kaputt gegangen. Das Schwert kaputt gegangen, runterbauen. Das ist die beste Möglichkeit, die du hast. Oh nein. Oh nein, wir, die kommen jetzt hier rein, die Endermans. Das wäre gar nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Was passiert jetzt? Junge, ess ein OP-Goldapfel oder ess was. Du verlierst uns Herzen. Oh nein, Freunde. Bitte passiert jetzt nichts. Sag, baut der gerade ein Nether-Portal? Das funktioniert doch gar nicht im End. Hä? Was? Das funktioniert doch gar nicht im End. Okay, ich verstehe nichts mehr. Leute, das muss irgendwie erhackt werden. Das sind Hacker, Leute. Das müssen wir uns hier die ganze Zeit anschauen. Das sind richtig krasse Hacker. Okay, beide bauen sich nach oben.
nichts Unlogisches, außer dass man sich halt mit Steinen komplett nach oben baut und die irgendwie in 3000 Meter Höhe sind. Okay, Maximalhöhe, ne, gibt es ja auch in Minecraft, Leute. Das ist logisch. Man kann sich also nicht höher bauen. Nein, warte mal. Was passiert hier? Warum? Wie baut er sich über die Maximalhöhe? Was passiert da, Leute? Kann man bis zum Mond sich bauen in Minecraft? Denkt ihr, das funktioniert? Das müssen wir auch mal austesten. Leute, wir werden übrigens ein paar Sachen auch gleich noch austesten. Deswegen schaut unbedingt bis zum Schluss, ob diese Sachen auch wirklich funktionieren. Oh nein. Oh nein. Ein Panda im Nether? Das kann nicht gut enden. Was hast du vor mit dem Panda? Warum ist der im Nether? Was hast du vor, Kollege? Der rollt sich. Nein, nicht in die Lava, Kollege. Oh. Okay. Ich bin echt auch gespannt, ob das funktioniert. Aber wir werden natürlich den Panda nicht in die Lava rollen lassen. Okay. Was geht denn jetzt ab? Jetzt spielt der Minecraft anscheinend. Auf der letzten Version, der spielt das jetzt. Und was passiert jetzt, Leute? Sag mir, es passiert was ganz Schlimmes. Genauso spiele ich auch immer Minecraft. Ich erstelle eine Welt und dann, ja, dann habe ich die Welt und spiele da drauf. Er teleportiert sich? Wohin teleportiert er sich? Was geht da ab? Okay. Das ist übrigens dieses eine, dieser eine Tempel, wo die ganzen Fische leben. Yo. Wir haben Aquaman gefunden! Wir haben Aquaman gefunden, Leute. Hier lebt Aquaman. Okay, alles klar. Okay, Freunde, ich hab's ja euch gesagt. Wir werden es jetzt austesten. Freunde, denkt ihr, es funktioniert? Dort unten sind die Schildkröten-Eier. Es hat nicht funktioniert mit dem Amboss. Er hat uns erledigt, aber die Schildkröten-Eier nicht. Mal schauen, was passiert, wenn wir dort runterspringen. Erlegen wir die, werden wir die jetzt zerstören? Vielleicht funktioniert es, Leute. Vielleicht sind wir schwerer als den Amboss. Das wäre irgendwie lustig. Und... es hat nicht funktioniert, ich wurde geprankt und ich habe nur ein halbes Herz. Hey, wer hat sich diesen Prank ausgedacht, Mann? Okay, Leute, wir sind jetzt extra ins Nether gegangen und es geht weiter mit dem Experiment. Ich will jetzt wirklich wissen, ob ich so schnell werde, wenn ich mit dem Boot auf Eis rumfliege. Und wisst ihr was? Rutsche meine ich natürlich. Leute, wisst ihr, was ich mich frage? Warum das Eis hier nicht? Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist wirklich 1% nur Logik. Warum Eis im Nether nicht verdunst, beziehungsweise überhaupt wir platzieren können, wenn wir Wasser nicht platzieren können? Und Eis ist ja eigentlich theoretisch nur Wasser. Warum schmilzt das Eis nicht? Hä? Das macht keinen Sinn, Leute. Okay, das wusste ich gar nicht. Das macht wirklich keinen Sinn. Okay, Leute, Logik ist nicht vorhanden, aber mal schauen, ob das wirklich funktioniert. Und... wow, wir werden super schnell. Was? Yo! Aber wir fliegen nicht so weit. Das ist auf jeden Fall... vielleicht, wenn die Fläche größer wäre, vielleicht fliegen wir dann weiter. Und mir fällt gerade was auf. Schaut euch das mal an. Das Eis schmilzt wirklich im Nether. Also das macht eigentlich schon Sinn. Die Logik ist da. Wie hat der eine Typ das dann gemacht? Guckt, Freunde, das ist hier vorne geschmolzen wegen der Lava. Guckt, das schmelzt einfach, weil die Lava da in der Nähe ist. Das macht auf jeden Fall, die Logik ist auf jeden Fall da. Das ist das erste Logische, was ich heute sehe, Freunde. Außer, dass die Plattform einfach in der Luft fliegt. Ja, macht irgendwie auch keinen Sinn von Minecraft. Okay, Leute, wir werden jetzt noch einmal zum Schluss auf die lustigste Sache aller Zeiten reagieren und uns das anschauen, wie unlogisch Minecraft hier werden kann. Was? Er hat einen Schnee... Wie ist das passiert, Leute? Okay, ich raste wirklich... Leute, wie hat der... warte mal, hat der... der hat gerade mit der Schere den Kürbis, Schneegolem geschert. Und dann, warte mal, unter dem Schneegolem verbirgt sich eigentlich ein Villager. Habt ihr das gesehen, Leute? Ey, wir testen gleich auch aus, ob das funktioniert, ne? Wir testen gleich aus, ob das funktioniert. Und ob, wenn wir in den Schneegolem scheren, ob der Kürbis... oh nein. Er hat die Falle ausgelöst. Der hat sich einfach zur Falle teleportiert. Oh nein. Das war's komplett. Das war's komplett! Och, Leute, falls ihr euch fragt, ne, wie ganze Muki zerstört wurde, genau so, Leute. Ein Enderman hat sich auf meine Falle teleportiert und dann ist alles kaputt gegangen. Junge, geh weg, Enderman! Ja, das war's, Leute. Das war's. Da kann er auch direkt aufgeben. Ein halbes Herz hatte der nur noch. Leute, das war auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich. Aber hat auch ein bisschen Sinn gemacht, eigentlich. Okay, wir sind in einer Höhle. Was passiert jetzt, Leute? Jetzt passt alle gut auf. Passt alle gut auf, Leute. Was wollten wir gleich? Ah, wir wollten gleich einen Schneegolem scheren. Das werden wir nicht vergessen, das machen wir gleich, Leute. Und Diamanten. Er hat die Diamanten. Warum machst du das? Wo ist deine Logik? Warum hast du den Diamanten verbrannt? Ich liebe Diamanten. Warum machst du das? Warum? Okay, vertraut mir, Leute. Verbrennt niemals einen Diamanten mit Lava, sonst passiert genau das. Und Stein wird zu TNT? Was? Wie passiert das? Es macht alles keinen Sinn, Leute. Es macht alles keinen Sinn. Okay, wir bauen mit einer Spitzhacke. Warum baust du mit der Spitzhacke die Erde ab? Das geht doch kaputt. Das wäre bestimmt so ein Billy-Junge, Leute, der das macht. Mit einer Spitzhacke Erde abbauen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ach.
Okay, was machst du? Warum machst du einen Erdtunnel? Warum machst du das? Das macht keinen Sinn. Warte mal, ist das ein Haus? Warte mal. Leute, das ist gruselig. Das ist gruselig. Hör bitte auf. Oh nein, das muss aufhören, Freunde. Da ist die Logik komplett. Ich glaube, das ist sogar Minuslogik. Weil das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist Minuslogik, was wir gerade gesehen haben. Okay. Hä? Was ist das, Leute? Da passiert doch eigentlich nichts, oder? Oder wusste ich davon nichts? Yo! Was machst du da auch in der Höhle? Warum hast du da irgendwas Komisches gemacht? Und da ist einfach ein Creeper, ist explodiert und... Oh nein. Renn um dein Leben. Herobrine! Herobrine, run! Okay, was passiert jetzt? Er will ein Bett-MLG machen. Also von oben runterspringen und dann ins Bett rein. Oha, er hat's geschafft. Er hat sich hingelegt und hat's überlebt. Wie krass. Oh nein. Oh nein! Okay, das will ich nicht, dass mir das passiert, Leute. Ein Creeper, während ich schlafe, explodiert. Nein, Leute, auf keinen Fall. Stellt euch vor, ihr schläft und da kommt ein Creeper und der explodiert in den... Oh, Diamant, ich liebe Diamanten. Komm, bau die ab und nimm die. Jetzt verbrenn die bitte nicht. Weder kommt wieder einer, der die verbrennt. Oh nein, Silberfische. Woher kommen die denn jetzt? Nein, noch mehr Silberfische. Oh nein, noch mehr. Nein, Silberfische sind so nervig. Ihr wisst gar nicht, die nerven Junge, hör auf! Es werden immer mehr Leute. Das sind 1000 Stück schon gewesen. Das ist so unlogisch. Das macht auch keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn, Freunde. Ey, wenn ihr bis jetzt noch immer nichts Unlogisches gesehen habt, dann könnt ihr gerne kein Like da lassen. Aber wenn ihr was Unlogisches gesehen habt, dann lasst jetzt unbedingt ein Like da, falls ihr es noch nicht getan habt. Okay, jetzt runter in die Pyramide. Auf jeden Fall die Druckplatte nicht auslösen, weil dort ist eine Falle. Das weiß ja jeder eigentlich. Also ich hoffe, ihr wisst das, Leute. Was ist in der Kiste drin? Nichts Besonderes? Oh nein. Das Zombie hat die Falle ausgelöst. Was machst du, Zombie? Bist du verrückt? Oh, Mann. Warum hat der überhaupt so viel Unglück, Leute? Übrigens, der YouTuber heißt Not Safe und er macht richtig coole Videos. Und wir schauen uns die... Was passiert jetzt, Leute? Was denkt ihr, was passiert? Schreibt es in die Kommentare. Okay, er rennt einfach nur... Da kann nichts Unlogisches passieren. Hä? Warum ist da eine Schneeschicht und warum schmilzt das Schnee nicht, wenn da unten Lava ist? Das ist auch unlogisch. Das macht keinen Sinn. Okay, Leute. Ich hoffe, jetzt macht irgendwas noch einen Sinn. Ich hoffe, irgendwas macht noch einen Sinn. Bau Netherrack ab mit einer Spitzhacke. Was zum... Okay. Okay, Leute. Wir bauen eine Schiene und eine Lore und jetzt stecken wir im Netherrack fest und wir haben uns nach oben geglitscht. Oh. Als ob das funktioniert. Boah, das müssen wir auch austesten. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass man mit Enderperlen sich da hochglitschen kann. Auf das Nether drauf. Okay, Freunde. Okay, Leute. Jetzt will ich eine Sache noch unbedingt austesten, ja? Ich will Schnee platzieren, also einen Golem machen. So, zack, zack, zack. Und ich versuche den jetzt zu scheren, Leute. So wie im Video. Und boom. Wir haben einen Schneegolem. Denkt ihr, ich kann jetzt den Kopf scheren? Oh. Ich kann es. Ich wusste gar nicht, dass es geht. So sieht der Schneegolem also unter dem Kürbis aus. Aber das ist kein Villager-Kopf. Okay, da haben wir uns irgendwie geirrt, Freunde. Eine Sache müssen wir noch austesten, schnell. Wir werden jetzt einen Trick ausprobieren. Wir platzieren eine Schiene, eine Lore. Jetzt gehen wir dort rein und dann werfen wir eine Enderperle. Oh nein. Warte mal, habt ihr es gesehen? Wir waren ganz, ganz kurz oben. Okay, Leute. Also, ich denke, das funktioniert auf jeden Fall. Dieser Trick hat sogar ein bisschen Sinn ergeben. Schreibt ihr in die Kommentare, wie viel Prozent Logik hatte dieses Video? Hat es überhaupt keine Logik? Ich glaube schon, Leute. Ich glaube, das hat sogar Minuslogik. Minus 5%. Und falls euch das Video gefallen hat, dann schaut auch unbedingt beim Originalvideo vorbei. Das habe ich oben in der Videobeschreibung verlinkt. Kuss geht raus. Das ist wirklich richtig, richtig cool geworden. Und lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke bei ihm und bei mir. Schaut bei meinen Freunden auch vorbei, bis Lucky und Billy. Und erzählt ihnen unbedingt nicht, was ich heute mit dem Rookie City angestellt habe. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, drückt hier vorne auf die nächste Folge, denn die wird mega, mega cool. Ciao, ciao, Leute. Und lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Danke, Leute. Ihr seid die besten. Kuss.